Jetzt ist es mal klar, warum Onkel Eduard mal zu mir gesagt hat, Irene, du bist der einzig wertvolle Mensch in der Familie. Auf diese Art hättest du gern eingewickelt, gell? Der Eduard war Gott sei Dank ein viel zu klarsehender Geschäftsmann, um dir zu glauben, dass du aus anderen Gründen als bloß wegen seinem Geld. Also das verbiete ich mir. Aber Ruhe, sind doch gar nicht so Ruhe, Ruhe, bitte noch einmal, so benennt euch doch. Du hast ja gar nichts zu befehlen. Brüllt der Frau an, nicht uns. Mein Mann brüllt mich nicht an, gell? So sei du doch wenigstens ruhig, Mama, so sei du doch wenigstens ruhig. Psst. Ja, ja, der arme Eduard. So ein prachtvoller Mensch. Wie ein Vater, mehr wie ein Vater. Seine lebensklugen Ratschläge und seine stille Freundschaft. Ja, ja, es trifft immer die Besten. Immer die Besten. Ich bin ja kein weichlicher Mensch, aber wie ich das Telegramm gekriegt habe, da ist mir das Salz hier nass in die Ohren geschossen. Ja, und er wird zu früh, nicht? Viel zu früh. Ich kann es alleweil nicht glauben. Sie wären entschuldigt, aber ich kann Ihnen gar nichts anbieten, außer Mineralwasser. Der Herr Kommerzienrat Hesselbach hat den Schlüssel zum Weinkeller an seinem Schlüsselbund gehabt. Und den hat jetzt der Herr Notar. Ja, und der Herr Notar lässt auch sagen, er könnte erst in 2 Stunden zur Testamentseröffnung kommen. Um 6. Es wäre was Dringendes dazwischen gekommen. Sie möchte sich so lange hier in der Bibliothek ein bisschen gemütlich machen. Das ist ja allerhand. Da können wir ja den 6-Uhr-Zug nicht nehmen. Jesus, mal Kisch! Ich übernachte sowieso im Hotel, nachdem man ja hier privat nicht unterkommt. Das war ja keine schlechte Idee. Kann man vorher in aller Ruhe mal das Haus besichtigen? Kann gleich sehen, wie und wo. Und was? Hey. Peter. Naja, also dann könnte man vielleicht doch jetzt zu uns. Ich hab mir nämlich gedacht, euch alle miteinander auf ein Butterbrot und ein Gläschen Wein einzuladen. Ja, ja, ja. Ich möchte doch eigentlich eher glauben, dass eine stille Stunde gemeinsamen Gedenkens an der Stätte seiner Vollendung. Ja, also ich stehe hier abends lieber hier erst einmal etwas dringend. Genau. All deine Aufregung. Die hatte ja schon alles geschenkt, du hast ja nicht mehr nötig. Also ich bin der Meinung, dass eine Besichtigung des Hauses in Abwesenheit des Notars nicht korrekt wäre. Willst du damit sagen, einer von uns steht dir bis einstecken? Der Herr Notar hat uns gebeten, es uns hier in der Bibliothek gemütlich zu machen, etwa. Als Verwalter des Nachlasses, etwa. Und ich betrachte das für meine Person nicht als eine Aufforderung, das ganze Haus zu besichtigen. Also machen wir es uns gemütlich mit Mineralwasser. Kommerzienrat, sein Keller steht noch eine Kiste mit Wein, die noch nicht aufgemacht ist. Soll ich da vielleicht ein paar Flaschen rausnehmen? Ja, aber genau. Frau Bauer, niemand in diesem Raum kann Sie ermächtigen, diese Kiste Wein aufzumachen. Solange nicht feststeht, wem der Herr Kommerzienrat Hesselbach diese Kiste Wein vermacht hat.